Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Muku. Wir sind hier noch an Bord des Schiffes des Shadow Brokers. Wir öffnen die Läden, damit wir etwas Aussicht haben und schauen uns noch die Erkundungsinformationen an. Das ist das, was ich mal gesagt habe, was uns noch nützen kann, und zwar hier verschiedene Minenunternehmen, wo wir spezielle Planeten erhalten, die auf diese Ressource natürlich fokussiert sind. Ja, wenn man so will. Und wir können uns hier für ein wenig Credits hier noch diese Standorte dieser Minenunternehmen kaufen, was wir auch tun werden, weil wir brauchen dringend Ressourcen, und dort können wir noch ein Agent von Palavin hat die Ausrüstung gekauft, mit der das Duell zwischen General Partinax und Gehelix Thanos aufgezeichnet wurde. Jo, auf jeden Fall kommen wir so an spezielle Planeten für diese Ressourcen, die auch entsprechend viel darauf haben. Okay, wollen wir mal mit Liara noch kurz reden? Shepard, schön, dass Sie gekommen sind. Okay, großartig, reden können wir mit dir nicht mehr. Wir können allerdings hier oben doch auf das Forschungsterminal zugreifen. Finde ich eigentlich sehr cool. Denn das erleichtert den Gang zur Normandy. Und wir haben hier eine Million Dinge, die wir verbessern können. Ach du Scheiße. Okay, hier Krankenstation, bla bla bla. Schweres Muskelgewebe, Nahkampfangriff. Okay, wartet mal, dann schauen wir zuerst mal, was wir sonst so haben. Panzerungsupgrades immer zuerst, finde ich zumindest, ist sehr wichtig. Okay. Ein Schildschutz oder Gruppenschutz auf Schilde? Hm. Beides wichtig, wobei ich kann mir, glaube ich, sogar beides leisten. Wartet mal. Genau. Weil natürlich nochmals ein Schutz für die Gruppe ist umso besser. Ist natürlich auch für mich, also der Gruppenschutz. Tech-Schaden, Element Zero haben wir sowieso extrem viel, also kaufen wir uns sowieso alles, was mit Element Zero zu tun hat. Hier, auch Tech-Bonus. Die ganzen Tech-Fähigkeiten werden uns nutzen und auch unseren Gruppenmitgliedern. Jo, biotische Abklingzeit, das erfordert das. Biotische Schaden-Upgrade zum Freischalten. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, schaut so aus. Müssen wir wahrscheinlich auf Ilium noch kaufen. Prototypen. Jo, eine schwere Waffe hier, die Kryo-Munition. Die ist nicht schlecht, aber ob wir die wirklich brauchen, dann kaufe ich lieber hier diese schönen Dinge. Schilddurchdringung. Boah, aber das wäre schon noch krass. Plus 50% Schaden. Gegen Schilde und biotische Barrieren. Für die gesamte Gruppe vor allen Dingen noch. Das ist schon krass. Aber ich denke, wir können uns, ja doch, wir können tatsächlich ihren Kopfschussschaden noch leisten, der Platin kostet. Damit hätten wir so gut wie alle Ressourcen wieder verbraucht. Aber das wird doch einiges bringen, auch für die ganze Gruppe. Also vor allem auch noch für Garrus. Weiß nicht, haben wir noch was freigeschaltet oder sowas? Auf jeden Fall Zeug, das wir uns nicht leisten können. Gibt es hier noch jede Menge. Wir könnten noch kurz in den Panzerspind reinschauen. Vielleicht gibt es da irgendwas noch anzupassen, zu modifizieren oder sonst was. Das informelle Aussehen lassen wir mal. Der Helm kann eigentlich blauchen. Ja genau. Kann bleiben, der gibt uns ja noch hier extra Gesundheit. Jo, hier hätten wir eigentlich nur die 5%, aber die Kondensator-Brustplatte gefällt mir besser. Schulterschutz erhöht Waffenschaden um 3%. Was haben wir sonst noch? Oder die Verstärkerplatten. Kraftschaden. Waffenschaden oder Kraftschaden? Ich bleibe, glaube ich, eher beim Waffenschaden. Ist mir, ehrlich gesagt, nützlicher. Auch diese Dinge hier können bleiben, soweit das Ganze ist. Die Farben eigentlich auch, die sind gar nicht mal so schlecht. Also bleiben wir bei dem, was wir aktuell haben. So. Natürlich mit den entsprechenden Upgrades. Okay. Bevor wir hier wieder abhauen, könnten wir noch kurz mit Farron reden und auch noch etwas Schickes dort oben anschauen. So. Oh, Musik-Datapad. Wir können die Musik ausschalten. Alles klar. So, Farron, wie geht's denn? Shepard. Schön, dass Sie vorbeischauen. Wir haben nicht viele Besucher. Ganz ruhig. Sie haben viel durchgemacht.
Sie haben vermutlich recht. Ich habe mich noch gar nicht für die Rettung bedankt. Liara hat sie niemals aufgegeben, Farron. Ich habe nur geholfen. Ich bin immer noch erstaunt, dass Liara gekommen ist. Ich werde Ihnen beiden das nie vergessen. Ich kann das in den Archiven für Sie ablegen, Sir. Den Sekretär kennen Sie also auch schon. Das tue ich absolut. 2 Jahre lang hat Liara nicht aufgehört, nach Ihnen zu suchen. Sie standen sich bestimmt sehr nahe. Sie ist eine gute Freundin. Besser, als ich es verdiene. Wie macht sich Liara Ihrer Ansicht nach als neuer Shadow Broker? Die Operationen sind nach einem kurzen Effektivitätseinbruch fast wieder voll im Betrieb. Seit wir das Netzwerk repariert haben, klebt Liara an den Archiven. Sie ist schon mehr als einmal am Schreibtisch eingeschlafen. Sie ist beschäftigt. Aber ich glaube, das gefällt ihr. Wie geht es Ihnen, Farron? Ich komme wieder in Ordnung. Ich war ja nicht immer in diesem Verhörstuhl. Brell können mental in alte Erinnerungen flüchten. Das war an schlimmen Tagen recht hilfreich. Wie oft hat der Shadow Broker Sie an diesen Apparat gehängt? Oft. Man verliert den Überblick. Er hat die Wachen zusehen lassen. Als Abschreckung. Was tun Sie jetzt, wo Sie ein freier Mann sind? Ich will Liara beim Wiederaufbau helfen. Aber danach... Ihr Terminkalender füllt sich, Sir. Ich synchronisiere ihn mit Ihrem Universalwerkzeug. Nein, danke. Schon in Ordnung. Nun gut, okay, was haben wir denn hier noch? Wie kam es dazu, dass Sie und Liara nach meiner Leiche gesucht haben? Cerberus hat mich und Liara angeheuert, um ihre Leiche dem Shadow Broker zu stehlen. Ich habe damals für den Broker gearbeitet. Und er war derjenige, der ihre Überreste aufgesammelt hat. Warum haben Sie sich gegen den Shadow Broker gewendet? Er hat angefangen, für die Kollektoren zu arbeiten. Sie waren nicht ihr erstes Opfer. Ich bin, war, ein Informationshändler. Sklaven liegen mir nicht. Sie haben anscheinend einen Freund gefunden. Die Drohne folgt jedem. Keine Ahnung, warum der Broker sie behalten hat. Ich bin eine Hülle für eine hochspezialisierte VI zur Datenverarbeitung und wurde gemäß Ihren Spezifikationen hergestellt, Shadow Broker. Er hilft bei der Koordinierung der gewaltigen Informationsmengen des Netzwerks. Aber ich würde mir einen anderen Ton wünschen. Sie haben meine Standardpersönlichkeit für ausreichend gehalten, Shadow Broker. Wenn er mich doch nicht immer so nennen würde. Ganz ruhig, Farron. Danke. Okay, das wäre Farron. Und hier können wir uns noch ein paar nette Dinge anschauen, denn das ist das Videoarchiv des Shadow Brokers. Was macht diese Konsole? Dies ist ein Zugangspunkt für die Videoüberwachung. Ich habe das Archivmaterial vorbereitet, das Sie bei Ihrem letzten Besuch angefordert hatten, Shadow Broker. So, und das Gute ist, wir können hier ab und zu mal wieder reinschauen, denn es gibt neue Dinge, die wir uns anschauen können. Zwar verschiedene Überwachungsvideos, unter anderem auf der Citadel und so weiter und so fort, aber das werdet ihr gleich mal sehen. Sofern was kommt. Mal schauen. Genau, hier durchwischen. Aria Zilla Omega. Jo, spielen wir mal eine Runde ab. Jo, Aria halt. Das Ganze spielt sich hier eigentlich wie eine Art GIF ab, also es kommt immer wieder, ihr seht's ja. Können wir da ein wenig durchwischen und durchschauen. Emily Wong. Citadel. Ach so, die Emily Wong. So, so. Was machen die da? Oh, etwas rumdancen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man hier die Überwachungsvideos sieht, ob man nicht die ganze Zeit schon auf dem Radar des Shadow Brokers war, während wir da auf der Citadel rumgedüst sind. Fred Mazai, Citadel. Ja. Ab und zu sind diese Videos echt noch interessant. Manche sind so... Citadel. Jo, sind nicht so spannend, aber wenn man natürlich die Leute erkennt, wie zum Beispiel diese, kann es natürlich interessant werden. Ach so, die haben etwas Streit. Armando Bailey, Citadel. Und wieder Bailey. Okay, da läuft nicht viel. Naja, mal schauen. Ab und zu gibt es echt... Gibt es echt witzige... Ach so, Anderson mit einem Service-Mitarbeiter. Na, mal schauen, was das hier ist.
Okay, da finden wir nicht viel raus. Rachel Gavon. Omega. Okay, den Typen kennen wir. Den haben wir ja getroffen auf Omega vor der... wie ist der Laden nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das ja dieser Watcher-Jäger. Der gar nicht mal so schlecht zu sein scheint. Oh ja, die Al-Chilani und ein Kroganer. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passieren wird. Ah, das ist einfach nur herrlich. Das könnte ich mir Stunden anschauen. Okay, sorry, aber das ist einfach immer ein Highlight. Okay, wir können einen Keeper verfolgen. Dort oben scheint irgendwie jemand tot rumzuliegen. Ob der Keeper das gewesen ist, man weiß es nicht. Matriarchin Atheta, Ilium. Oh. So, nun, das Ding ist, wenn ihr gute Augen habt und hinschauen könnt, dann habt ihr schon einen minimalen Spoiler auf etwas, das wir in Mass Effect 3 noch rausfinden werden. Das sieht übel aus. Elias Kellum, Omega. Autsch. Das tut gut auf jeden Fall. Jacob Taylor, Normandy SR2. Ach so. Die gute Liera zieht sich hier Videos von Jacob rein. Wie er hier am... Subjekt Zero, Purgatory, Schiff erloschen. Oh, eine Aufnahme von unserem Kampf auf der Purgatory. Jo, zwar ein wenig verpixelt die Aufnahme, aber nicht schlecht. Okay, das kennen wir. Jo, auf jeden Fall können wir beim nächsten Besuch hier wieder reinschauen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache und insbesondere das mit der Chilani finde ich einfach nur so herrlich. Das ist einfach nur schön. Okay, ich glaube, wir haben alles abgeklappt, was es abzuklappen gibt aktuell. Jo. Kann man ab und zu mal reinschauen, hat ein paar nützliche Dinge hier. Nicht die Welt, ehrlich gesagt, aber muss ja auch nicht sein, sonst wäre es ja schon fast unfair gegenüber denen, die ja das DLC hier nicht haben, deswegen. Aber als nette Unterstützung auf jeden Fall doch noch sehr eine schöne Sache. Oh, oder sowas in die Richtung. So, und jetzt haben wir genügend rumgeplempert, wir... gehen jetzt noch zu Chanka und schauen mal, ob wir dort Mardin und Grunt helfen können bei ihren jeweiligen Missionen und vor allem, ob wir uns noch fettere Ausrüstung gönnen können. Die wir uns wahrscheinlich wiederum nicht leisten können, weil wir jetzt wieder zu wenig Ressourcen haben, aber ja gut. Ihr kennt's ja. Kaufen können wir sie auf jeden Fall schon mal. Neue Nachrichten, Kelly? Fane würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Ja, das weiß ich ja. Machen werde ich es natürlich noch, also mit den Flane reden, der beste Name der Galaxie, aber wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun, bevor wir hier ewig rumgammeln, wollen wir doch noch eine Runde nach Tuchanka düsen. Das, denke ich, können wir auf jeden Fall in dieser Folge noch machen. Also zumindest Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Nach Tuchanka gehen und dort schon mal auf den Tisch schlagen und sagen, hey, wir kommen. So. Ab ins Massenportal. Boah, wir haben so viel Zeug hier noch zu erledigen. Ihr seht's ja, abnormal. Hier dort seht ihr übrigens die Planeten, die reich an Platin, Palladium und Iridium sind, können wir hier erforschen. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Ob wir das in der Aufnahme machen oder offscreen, werde ich noch schauen. Auf jeden Fall geht es jetzt in die kroganische DMZ. Was DMZ heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber könnte man sicher nachschauen. Jo, hier werden wir im System Aralak
Sehr cooler Name hier, Kroganisch natürlich, und der Planet Tuchanka. Jo, könnt ihr euch mal kurz durchlesen, ist auf jeden Fall interessant hier. Das Ganze kenne ich natürlich schon, ist eine ganz üble Sache. Jo, außer hier der Hinweis der RMDE. Besucher von Tuchanka landen auf eigenes Risiko. Die RMDE unternimmt keine Rettungsaktion für Bürger, die in kriegerische Clan-Auseinandersetzungen geraten. Hinweis für Reisende, die Ökologie auf Tuchanka ist tödlich. Nahezu jede heimische Spezies zeigt Raubtierverhalten, selbst die verbliebene Vegetation frisst Fleisch. Von Vorstößen jenseits der bewachten Gebiete wird dringend abgeraten. 2,1 Milliarden Leute haben die dort drauf, die Hauptstadt ist Erdnot, aktuell seit 2183. Okay. Jo, üble Sache und wir landen mal. Dann wollen wir mal schauen, wie es auf der Heimatwelt der Kroganer denn so aussieht. Auf jeden Fall lauter Beschreibung ziemlich übel. Alles von Atomkriegen zerwüstet und so ziemlich das lebenfeindlichste Gebiet, das es überhaupt gibt. Na schön. Ist ja kein Wunder, dass die Kroganer daher kommen. Wäre ja auch seltsam, wenn sie irgendwie von einem paradiesischen Planeten kämen würden, tuten tun. Beste Deutsch in der Welt. Okay. Ihr seht, hier haben wir übrigens noch 3 Teammitglieder, die wir rekrutieren können, anhand der Dossiers hier. Eins ist noch geheim, 2 wissen wir, hier Samara und Tali. Okay, wir nehmen natürlich hier Grunt mit, selbstverständlich. Wegen und so. Wir könnten, eigentlich müsste ich Mordin fast mitnehmen, aber natürlich wird er gehasst, aufgrund seine Tätigkeiten auf Tuchanka, und natürlich ist der Salarianer, was es nicht besser macht. Aber ich denke mal, wir nehmen hier Garrus noch mit, den können wir auf jeden Fall brauchen. Und ich habe da noch einen anderen Grund, aber ihr werdet noch sehen, was ich meine. Wollen wir hier noch warten? Ich denke, wir warten hier noch mit seinen Punkten zu verteilen, damit wir hier Verstärkung fett aufleveln können. Garrus allerdings könnte hier Überlastung zum Beispiel noch auf das Maximum bringen. Hier die verbesserte oder Bereichsüberlastung. Ich denke, die verbesserte Überlastung, die haut richtig, richtig fett rein. Deswegen nehmen wir die. Und dann starten wir mal eine Runde rein. Wir behalten unsere Waffen soweit. Jo, und hier sind wir, und es gibt hier extreme Temperaturen, ansteckende Krankheiten und bösartig irgendwas. Jo. Ach, Char, den kennen wir ja noch von Ilium. Reden wir mal mit dem? Oder hören wir dazu? Was hab ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Weit ab von all dem Hightech-Lärm. Schon, aber ich find's ein bisschen dreckig. Das formt den Charakter. Okay. Täusche ich mich? Oder mögen mich die anderen Kroganer nicht? Es gibt gewisse Bedenken, dass ich eine Nicht-Kroganerin mitgebracht habe. Ich musste den Chief ein wenig überreden. Abgemacht ist es noch nicht. Moment mal. Die wollen also gar nicht, dass ich hier bin? Wen interessiert schon, was die wollen? Ich will dich. Das ist alles, was zählt. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Char. Hey, ganz ruhig. Meine blaue Rose von Ilium hat allzeit die Stärke, nach der Sonne zu greifen. Okay, ich krieg's schon hin. Aber Schluss mit der Poesie. Was hab ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Weit ab von all dem Hightech-Lärm. Schon. Aber ich find's ein bisschen dreckig. Okay, jetzt haben wir alles gehört, aber echt interessant, dass das überhaupt geht. Das habe ich bisher noch in keinem Durchlauf geschafft hier, dass ich hier wieder auf diese 2 Leutchen hier treffe. Sehr interessant auf jeden Fall. Vorsicht, Mensch.
Vorsicht, sagt ihr gerade Commander Shepard. Aha. Okay, nun gut, aber bevor wir hier noch mehr in irgendwelche Reedereien reinkommen oder noch gerädert werden. Okay, ist gut. Beenden wir hier die Folge. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 2. Kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne. Tschüssen.